Hallöchen, ihr Lieben! Willkommen zurück bei Portwork Modellbau. Ich begrüße euch zu einer neuen Baufolge unseres Lamborghini Muras. Da haben wir das gute Stück stehen. Und da soll es heute am Motor weitergehen. Wir haben die nächsten Bauphasen 21 bis 24 da. Das letzte Stück habe ich schon mal ausgepackt, weil das ein Pappkarton in einem Pappkarton drinne einverpackt war. Ja, ist scheißegal. Das habe ich schon mal ausgepackt. Tja, aber wir legen heute mal los mit den Bauteilen von 21 und 22. Da geht es an unseren Motor weiter, Anlasser, Lichtmaschine. Tja, und beim nächsten Mal kommen dann die Bauphasen 23 und 24. Ich bin ein bisschen verschnupft, also nicht wundern, wenn ich anders klinge als sonst. Aber ja, ich würde sagen, ihr kommt dichter, beziehungsweise wenn ihr das Modell noch nicht abonniert habt, tut das gerne bei Hachette Collections. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, ich packe die Teile mal aus und wir starten mit Ausgabe 21 und 22 und Riss. Lamborghini Muras. Bis gleich, komm dichter. Meine Lieben, Bauphase Nummer 21. Wir bekommen das untere Teil der Kupplungsglocke. Wir bekommen das obere Teil der Kupplungsglocke. Wir bekommen Abdeckung des Rückmechanismus Ausrückmechanismus der Kupplung. Wir bekommen den Kupplungszylinder. So sieht er aus. Wir bekommen eine süße kleine, wo sind wir jetzt? 4 Kupplungszylinder, Kupplungssteuerfeder, das ist die Kupplungssteuerfeder, die bekommen wir. Und wir bekommen Kupplungssteuerstange. Die sieht so aus. Sehr schön. Und dann legen wir gleich los. Wir sollen die beiden Teile ineinander stecken. So, heute gibt es mal keine Schrauben. Heute wird wohl nur gesteckt. Das wird so schön klack, klack ineinander gesteckt. Dann sieht das Ganze so aus. Und das Ganze wird auch los auf unserem Motor drauf gesteckt, wie ich das sehe. Und zwar so. Passt bloß in eine Position und drauf geschoben. Wunderbar. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Geht heute ganz locker und flockig. So, dann haben wir, wenn wir hier drauf gucken, 2 Löcher noch übrig auf der Seite. Da soll unser Kupplungszylinder drauf. Und zwar nach oben das ganze Dächtelmächtel. Genau so. Haben wir erledigt. Dann haben wir die freie Fläche hier. Da kommt unser Ausrückhebel, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Unser Kupplungshebel rein. Auch ganz einfach hier drauf gesteckt, hier rein und da rein. Sehr schön.
sieht dann so aus. Ja, haben wir auch erledigt. Dann muss hier eine Feder eingesetzt werden, wie ich sehe. Und zwar einmal hier durch an unseren Hebel. Huch. Dabei besonders schwierig zu zeigen. Hier haben wir ein kleines Loch an unseren Hebel. Und da muss sie zuerst erstmal durch. Versuchen wir mal hier so reinzudrücken. So. Drinne ist sie schon mal und hängt. Und jetzt haben wir noch da unten ein Loch, wo die da durchgedrückt werden müsste. Das ist schon spannend. So, schauen wir noch mal. Wir haben ja die kleine Feder mit zwei offenen Seiten. Versuchen Sie mal erstmal unten durchzuschieben. Jeweils unten ein kleines Loch und oben ein Loch. So, unten ist sie jetzt durch. Suchen wir das Ganze nochmal oben. Dazu empfehle ich eine Pinzette. Und es hat funktioniert. Da könnt ihr so einigermaßen erkennen, denke ich mir. Da haben wir die Feder da unten immer eingespannt. Und einmal da oben eingespannt. Ja, kann man das ein bisschen erkennen. Da ist auf jeden Fall, da ist die Feder. Da sieht man sie. Ja, so. Haben wir auch geschafft. Und dann haben wir hier an den Zylinder, den Hebel, noch zwei Schlitze. Und da soll unsere Kappe drauf geschoben werden, damit das Ganze dann so aussieht. Und das war's dann schon für Ausgabe 21. Also hole ich den Anlasser und den Ölfilter schnell aus der Ausgabe 22 raus und wir machen gleich weiter. Bis gleich. So, meine Lieben, Ausgabe Nummer 22. Wir bekommen einen Motorhalter, einen Anlasser, einen XXL Ölfilter. So, Nummer 4. Ein Motorölanschluss. Sieht so aus. Dann Nummer 5. Ein T-Verbinder. So sieht er aus. Dann bekommen wir in der 6 die Wasserpumpe. In der 7 einen Benzinschlauch. Und in der 8 Messstab für den Ölstand. Na, das ist ja cool. Können wir hier rausziehen? Ah, nee, schade. Ich dachte, jetzt könnte man hier rausziehen und wirklich den Ölstand messen. Sehr cool. So, und dann legen wir zuerst los mit 6 war die Wasserpumpe. Und zwar sind wir jetzt auf der anderen Seite vom Motor. Die Kamera ein bisschen ändern. Jupp. Da. Ne? Bleib stehen, ja. So, da haben wir ja hier noch eine freie Fläche und hier einen Nupsi dazu und der soll genau hier reingesteckt werden und in das passende Loch im Motor reingesteckt werden. So, wieder raus, dass das passt, das Loch und das Loch. Und wird hier ganz einfach reingesteckt. Bei der Ausgabe haben wir auch keine Schrauben mit dabei. So, so passt das einmal. Und wird dann ganz einfach reingesteckt bzw. reingeschoben, damit wir unsere Wasserpumpe und den Schlauch da dran befestigt haben. Das war Schritt 1. Als nächstes kommt unser Ölfilter. Der hat ja auch einen Nupsi mit einer Kerbe. Da seht ihr es. Und hier das passende Gegenstück dazu. Das wird dann auch bloß so hier, wie es passt. Jupp,
reingeschoben. Das war's schon. Sieht dann so aus. So. Dann haben wir eine große freie Seite, und zwar die hier. Und da brauchen wir Schlauch A. Der kommt, wo ist der Ölfilter hier hin? Da haben wir einmal da ein Löchlein und einmal da ein Löchlein. Und der passt, glaube ich, auch bloß in eine Position. Und zwar das kurze Stück dahin. Und das lange Stück an dem Motor, also das kurze Stückchen, wird in den Ölfilter reingeschoben und das lange Stück in den Motor. Passt auch, wie gesagt, nur in eine Position. Und zwar genau so. Da seht ihr es. Einmal zum Ölfilter und einmal zum Motor. Deswegen eine Ölleitung. Dann der Anlasser kommt in die beiden Stege hier. Da seht ihr es. Und hier zwei Nupsis. Also praktisch haben wir hier unser 2-Massenschwungrad. Also hier ist die Kupplung und da ist es 2-Massenschwungrad darunter. Und natürlich wird unser Anlasser an das 2-Massenschwungrad gesteckt, weil unser Anlasser tut ja unser 2-Massenschwungrad drehen, bis unser Motor angeht, auf Deutsch gesagt. Beziehungsweise der Funke kommt und das Benzin-Luftgemisch in unserem Motor entzündet wird. Laut Motorico, die Verbrennung ist nämlich eine chemische Reaktion zwischen Kraftstoff und Sauerstoff. Der Sauerstoff ist in der Luft enthalten. Deswegen spricht man von einem Benzinluftgemisch oder einem Kraftstoffluftgemisch. Danke Siri. Vielen Dank für deine Informationen. Das wollte ich gerade erzählen. Entschuldigung für die kleine Zwischeninformation. Aber so kommt unser Anlasser dann an das 2-Massenschwungrad. So, dann haben wir noch Teil C. Haben wir noch ein großes Loch frei. Und da kommt unser Motorhalter dran. Und zwar nach unten, wie ich das sehe. Oder doch nach oben. Gucken wir mal, wie das so aussieht. Das sieht aber nach unten aus. Also mit dem Gewicht nach unten zum Anlasser. So, haben wir erledigt. So, stecken Sie den Ölmessstab. Da haben wir, da unten an der Ölwanne, da sieht man jetzt schlecht, aber da ist ein Loch, da wo das schwarz gekennzeichnete Viereck ist, beziehungsweise Quadrat, da soll der Ölfilter reingesteckt werden. Und zwar so, dass der Ölmessstab seitlich zum Motor wieder rausragt. Hätte man vielleicht erst so machen sollen. Also versuche ich mal den Ölmessstab hier so reinzustecken. Scheint aber auch bloß in eine Position zu passen. Schauen wir mal. Vielleicht mit einer Pinzette. Auch nicht. Tja. Schwierig. Schwierig, schwierig. Versuchen wir es nochmal mit der Pinzette. Geht mir nicht so wirklich. Ich bin dann fest drauf. Ja, wir nehmen mal eine andere Pinzette, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Kraft habe, das hier so in das Loch reinzustecken. Das ist ein besonderer Winkel dafür, aber eigentlich nicht. Tja.
Versuchen es nur einmal, wenn nicht, versuche ich das Ganze mal in der Kamera. Nee, ich glaube, ich bin gleich zurück und versuche mal das Stückchen hier von der, vom Ölmessstab da reinzubekommen, damit der Ölmessstab hier rausguckt. Ich versuche es mal und bin gleich zurück. So, meine Lieben, es ist vollbracht. Wir haben den Ölmessstab in sein Loch geführt und in seine Position, wie es in der Zeichnung aussieht, ausgerichtet bzw. gedreht. Was ich euch empfehlen kann, ist so eine kleine Kombizange, damit ihr wirklich hier anpacken könnt und den reinstecken könnt, weil bei mir ging es ein bisschen schwer. Und als kleiner Tipp für euch, wenn es nicht funktioniert mit der Pinzette, nehmt eine kleine Kombizange, da kannst du schön greifen, hast du ein bisschen mehr Griff und kannst ihn wunderbar reinstecken. So, jetzt geht aber weiter. Jetzt haben wir den Ölfilter abgeschlossen, jetzt geht es weiter. Und zwar haben wir ein Stück Benzinleitung. Da sollen wir unser T-Stück einfach nur hier draufstecken. Damit praktisch unser Benzinschlauch mit dem T-Stück verbunden ist. Da seht ihr es? Da ja, das ist der T-Stück und da seht ihr den Benzinschlauch. So. Und das soll an unseren langen Spritschlauch, wie ich sehe, an der rechten Zylinderbank einfach nur so reingesteckt werden, so dass ihr die Verbindung so habt. Ja, sehe ich. Und dann wird das Ganze mit den linken, mit den kleineren Benzinschlauch verbunden, damit ihr hier so ein, seht ihr, von, dass die praktisch verbunden sind, die zwei Zylinderbänke. Da seht ihr es mit dem T-Steck und damit das lange Stück halt geradeaus am Ölfilter raus zeigt. Das ist so geplant. So, und das war's auch schon mit Bauphase 22. Geht's weiter mit der 23 und mit der 24. Das ist alles bloß gesteckt und ja, zwei Schrauben in der 24. Also bleibt dran, ich hole Ausgabe Nummer 23. Wir stecken noch ein bisschen und schrauben dann in der 24 und machen halt eine Vierfachfolge heute. Also bleibt dran. Kommt dichter und wir legen los dann mit der Bauphase 23. Bis gleich. Meine Lieben, Bauphase Nummer 23. Wir bekommen den Motoröleinfülldeckel. Wir bekommen Schlauch für Motorölentlüftung. Was? Motorentlüftung. Ach, Motorölentlüftung, okay. Also sowas wie Kurbelgehäuseentlüftung. Dann bekommen wir als drittes Motorölentlüftung und als viertes Motorölpumpe. Sehr schön. Und wir fangen an mit der 3, Motorölentlüftung. Und zwar haben wir hier noch so ein paar Dinger frei beim Motor und die Motorölentlüftung kommt mit diesem Nupsi in die dafür gesehene Aussparung, und zwar nach oben. Also so passt jeweils bloß in eine Richtung und wird hier reingesteckt nach oben. So sieht das Ganze dann aus. Schön. Dann an unserer Motorölentlüftung haben wir hier einen Loch, eine Aussparung. Und da soll unsere Ölpumpe rein. Und zwar nach unten, wie ich glaube, wa? Genau, mit dem Schlauch nach unten. Passt auch jeweils bloß in eine Richtung. Da haben wir hier einen Nupsi stehen und eine dafür vorgesehene Aussparung. Und wird auch bloß, wird auch in
wird da auch bloß in eine Position passen. Durch die Aussparung und ach, den Nupsi. So, unsere Ölpumpe richtig reinstecken. So, und unsere Ölpumpe dran stecken. Sehr schön, sieht dann so aus. Eine Motorhalter abgegangen, aber den stecken wir wieder rein. So, da haben wir schon mal die Ölpumpe mit der Motorölentlüftung. So, dann haben wir hier noch ein kleines Loch frei und da soll unsere Motoröleinfülldecke seinen Platz finden. Und zwar auch bloß in eine Position, und zwar den Motoreinfülldeckel nach oben. Das alles, wie gesagt, nur in eine Position, weil dafür gibt es Aussparungen. Sieht dann so aus. Da haben wir schon mal das Ergebnis. Haben wir erledigt. So, dann haben wir hier unten an unserer Ölpumpe. Und da seht ihr, da wo mein Fingernagel ist, haben wir noch eine Aussparung. Und hier haben wir noch ein Loch. Da haben wir an der Ölleitung hier, an der Entlüftung, zwei Nupsis. Und das soll zusammengesteckt werden. Und zwar, so denke ich mir, oder? Ja. Lange, kurze, das längliche zum Motor und das kurze in die Ölpumpe, denke ich mir. Schauen wir mal. Ja, geht nicht anders. Also das, da gibt es hier ein, leg mal den Motor erstmal hin, ein kurzes Schlauchstückchen und hier ein längeres Schlauchstückchen. Das kurze Schlauchstückchen praktisch in unsere Ölpumpe rein und das lange Schlauchstückchen in unseren Motor rein. Wird auch einfach nur gesteckt, dass es passt. So seht ihr das Ergebnis. Das lange Stückchen ist wie gesagt im Motor und das kurze Stückchen da oben in der Ölpumpe drin. Und das wächst doch. Das ist doch, das ist einfach nur ein geiles Projekt. Ein schöner, detaillierter, großer Motor. Also ich bin begeistert. Das war's mit Bauphase 23. Jetzt kommt Bauphase 24. Die Teile liegen schon hier. Ich packe noch schnell die 2-3 Schrauben aus und bin dann gleich zurück mit Ausgabe 24. So, meine Lieben, Ausgabe 24. Die wird ganz übersichtlich und schnell über die Bühne gehen. Und zwar bekommen wir das hintere Fahrgestell, also unser erstes Metallteil. Metallteil. So, als zweites zwei vordere untere Querlenkerstützen, und zwar die hier, die ich ausgepackt habe, und zwei hintere untere Querlenkerstützen. Die habe ich auch noch eingepackt, weil wir die heute noch nicht brauchen. Und wir brauchen zwei Schrauben Typ A, die ich hier schon hingelegt habe. So, da geht's weiter. Also wir tun zwei Schrauben befestigen und das war's heute. Wir haben, wie gesagt, die zwei Stützen hier. Die passen jeweils, wenn ihr das Teil so vor euch liegen habt, habt ihr hier das kürzere Stück und hier das breitere Stück. Und das kürzere Stück hat hier zwei Aussparungen. Da seht ihr es, wo meine zwei Mittelfinger gerade sind. Da kommen die zwei Stützen hier jeweils rechts und links rein. Die passen jeweils nur in eine Position, haben keine Markierung, aber wenn wir die hier so, sag ich mal, wie draufstecken, reinstecken, seht ihr es? Da einmal, ups, einmal da und einmal da. Die zwei werden so angeordnet, wie sie nur passen.
haben zwei Löcher und da kommen jeweils zwei AM-Schrauben rein. Eine links, eine rechts. Also dürfen wir in dem Pack zwei Schrauben verschrauben. Das ist sehr schön. Dazu nehme ich mir wie immer ein kleines Tröpfchen Öl und verschraube die zwei Stützen. Gucken, wie das hier so passt. Passen jeweils, wie gesagt, einer links, einer rechts. Ja. Mit Öl gehen die zwei Schrauben super leicht rein. Ich drehe es mal rum, vielleicht seht ihr es da ein bisschen besser. Naja, ich habe euch ja gezeigt, wo die Schrauben reinkommen. Die zwei Schrauben machen wir jetzt rein. Und dann war's das aber schon mit Ausgabe Nummer 24. Also mehr wird heute auch nicht getan in der Ausgabe, ihr Lieben. Also schrauben wir die zwei Stützen fest. Und die zwei vorderen Stützen sollen wir dann aufheben. Also schrauben wir die zwei hier fest. Und freuen uns auf das nächste Pack. Und zwar das Pack 7. So, das haben wir erledigt. So, verschrauben, 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 fertig. Und schon ist Ausgabe 24 fertig. Und das Gute ist, kleiner Insider, habe ich einfach mal so gesehen. Wir haben ja hier so vier angeordnete Löcher. Und hier so 1, 2, 3, 4 angeordnete Löcher. Und die passen dann später mal so zusammen. Das Ganze habe ich schon mal probiert. Also wird hier dann später irgendwann mal unser Motor seinen Platz finden. So sieht das Ganze dann aus. Wird dann von unten gerade verschraubt. Mit zwei Schrauben. Da seht ihr es. Da seht ihr die Ölwanne. Und so kommt das Ganze dann mal zusammen. Also ist das erste Gestell für unseren Motor. Beziehungsweise der erste. Wie haben sie es hier deklariert? Hinteres Fahrgestell. Wo dann später unser Motor drauf kommt. Das nimmt auch langsam ein bisschen Gewicht an. Und wie es demnächst weitergeht, schauen wir eben rein. So, ihr Lieben, Bauphase 21 bis 24 ist erledigt. Wir haben an unseren Motor weitergemacht. Da sehen wir schon das erste, und zwar die Kupplung, Kupplungshebel und sowas. Was da drunter steckt, haben wir alles eingebaut. Wir haben unseren Ölfilter, unsere Ölpumpe und so weiter angesteckt. Die Wasserpumpe ist mit dabei. War das die Wasserpumpe? Ich glaube, das war die Wasserpumpe. Und in der Nummer 24 unser erstes Fahrgestell, also praktisch unser Motorgestell, wo unser Motor mal drauf kommt, weil der passt super rein und denke mal, ist dafür vorgesehen. Und hier sehen wir es nochmal, wo ich ein bisschen Probleme hatte. Unser Ölmessstab ist auch reingekommen und der Anlasser natürlich und der Motorhalter. Ja, das ist das Ergebnis von Pack 6 unseres Lamborghini Muras. Und ich kann euch sagen, in der 7 geht es weiter. Zwar, wenn wir hier mal den Motor von unserem Fahrgestell abnehmen, geht es dann weiter, dass hier dann hier hinten Stoßdämpfer dran kommen. Also geht es dann, denke ich mal, so langsam um die Aufhängung und das hintere Teil dann ja, geht es also weiter in unserem Gestell und dass es dann vielleicht in die Länge wächst, keine Ahnung, aber auf jeden Fall geht es in der nächsten Ausgabe Nummer 25 um die Aufhängung bzw. um die Federung der Hinterachse vielleicht. Ja, lassen wir uns überraschen, auf jeden Fall in der Ausgabe 25 gibt es Federn, Federbeine, die dann irgendwo hier hinten seinen Platz haben. Aber da seid gerne gespannt. Schaut wieder rein, wie es dann demnächst weitergeht. Ja, das war es erst einmal für heute. Wir haben ja einiges geschafft. Also, es wird. Tun wir erstmal zur Seite, bis die nächste Lieferung eintrifft. Und ja, Stück für Stück zum Glück. So, ihr Lieben,
Das soll es aber für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr dürft auch gerne den Kanal abonnieren. Für euch ist es kostenlos, uns bringt es weiter. Und ja, wenn ihr das Schmuckstück auch abonnieren wollt, dann könnt ihr es unter folgendem Link unten in der Videobeschreibung tun. Ja, dann würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Tschüss.